heute beim ersten Tag der Fashion Week und da seht ihr den roten Teppich schon und gleich gucken wir einfach mal, wer so da ist. Fiona Erdmann führt gerade schon Interviews. Wir sehen gleich die Lena Hoschek Show. Dafür ist auch hier der rote Teppich, der nicht rot ist. Es gibt nämlich gar keinen Teppich, aber die Fotowand ist auf jeden Fall da. Und ich stelle gleich mit euch ein paar Fragen. Ihr könnt natürlich immer in die Kommentare eure Fragen schreiben, die wir dann den Promis hier stellen, um ein bisschen mehr über Mode rauszufinden oder auch sonst, was euch so interessiert. Und es ist jedes Mal dasselbe. Man muss am Ende des roten Teppichs immer ein bisschen warten, weil die Promis nämlich einige Interviews führen und Posen machen, wie man da vielleicht auch sieht. Ja. Und die Outfits auch mal. Ja, ne? Jeder hat da so seinen eigenen Stil. Wir sehen Fiona schon in einem sehr schönen Blumenkleid, was auch zu Lena Hoschek passt, da Lena ja sehr viel mit Blumen arbeitet. Wir sehen auch ein bisschen buntere Sachen. Und es ist jetzt zum ersten Mal hier in diesem Kaufhaus. Das ist ein ehemaliges DDR-Kaufhaus. Das war damals sogar das Haus der Mode in der DDR. Und hier ist es jetzt zum ersten Mal auf 3 Stockwerken. Und wir fangen jetzt gleich mal mit der ersten Person an. Hallo, wir sind gerade live bei Facebook. Live bei Facebook. Genau, mit Maren Gilzer. Fashion Week, erster Tag wieder. Ja. Wie war es bisher? Ist es jetzt die erste Show? Ich war heute Morgen schon mal bei einer Veranstaltung, aber da ging es mehr um Herren. Brachmann hieß die. Und das ist die erste Show, die ich mir angucke, bis auf gestern. Da war ich eben auch schon unterwegs. Da gab es auch schon ein kleines Opening. Da habe ich allerdings meine Schmuckkollektion vorgestellt und hatte da eben so eine kleine Präsentation. Und diesmal ist es ja nur noch 3 Tage, also 3,5 Tage lang. Ist es gut, weil es nicht ganz so viel Stress ist oder könnte es auch 2 Wochen lang sein? Also ich fände es besser, wenn es ein paar Tage länger wäre, aber ein bisschen entzerrter von den Terminen. Noch dazu, wo man diesmal ziemlich viel hin und her fahren muss. Aber ja, ich hoffe einfach, dass die Fashion Week nicht eingeht, weil so ein bisschen habe ich die Ängste und die Befürchtung, dass es von Mal zu Mal weniger wird und dass man das irgendwann einstellt. Und das wäre für Berlin und für die Mode sehr schade. Woran liegt das? Ist Berlin nicht cool und hip genug oder woran liegt es, dass es irgendwie nicht New York ist? Ich glaube, es liegt einfach an den Sparmaßnahmen, die man überall mitbekommt, egal in welcher Branche. Überall wird nur noch gesehen, dass man alles möglichst umsonst bekommt oder für ganz wenig Geld. Das sorgt dafür, dass die Qualität mehr und mehr nachlässt. Und das ist letztendlich auch dann eine Sache bei den Veranstaltern. Wenn dann die Events nicht mehr so glamourös sind, hat auch keiner Lust, dorthin zu kommen. Nicht die guten Designer und natürlich auch nicht die Presse. Und wie ist der erste Eindruck von der neuen Location? Das ist ja jetzt mal nicht in einem Zelt, sondern ein Kaufhaus. Chevy schick, würde ich jetzt mal sagen. Naja, das passt ja wieder zu Berlin. Chevy schick. Absolut. Sagen wir mal so, ich fand es vorher immer schöner, dass man, auch wenn man jetzt keinen Eintritt schon mal hat, zur Mercedes-Lounge zu kommen, da gab es dann immer schon aber einen Stand mit Getränken und wo man sich mal ein bisschen was zu essen besorgen konnte. Das fehlt mir jetzt hier so ein bisschen. Also wenn man noch Zeit hat bis zur nächsten Show, ist man ein bisschen schlecht aufgehoben. Aber von der Location her finde ich es eigentlich ganz schön. Jetzt war ich noch nicht drin. Muss ich mir mal den Saal angucken, wie es aussieht mit den Schauen, wie die das dort gemacht haben. Das Zelt war natürlich immer ein Highlight und eine tolle Fotolocation am Brandenburger Tor. Das war mal sehr, sehr beliebt. Und man konnte da ringsherum dann eben auch gut mal schön essen gehen oder entspannen. Also die Location ist schon perfekt. Allerdings ist der Platz natürlich auch oft reserviert, wenn dann irgendwie Public Viewing ist und so, und dann fällt halt dieser Platz leider flach. Und ich nehme auch an, dass die Stadt mehr und mehr Geld für diese Location haben will und wieder eben niemand bereit ist, das zu bezahlen. Es ist immer wieder eine Sache des Geldes. Dann, wie lange brauchen Sie eigentlich zum Fertigmachen für so ein Fashion Week Outfit? Heute eine Viertelstunde. Wonach? Gerne. Dann wünsche ich mir ganz viel Spaß und man sieht sich bestimmt nochmal auf der Fashion Week. Ja, klar, morgen geht es ja richtig. Okay, sehr gut, viel Spaß. Ich kann euch schon verraten, dass es oben ganz schön gemacht ist eigentlich. Ich habe schon die ersten Schauen oben gesehen und genauso wie hier
fällt auch oben die Farbe von den Wänden. Aber das gehört in Berlin ja irgendwie dazu, wie Maren ja auch gerade schon gesagt hat. Und auch wie ich gesagt habe, sieht man, Fiona ist noch immer auf dem Teppich. Es dauert immer ganz schön lange, bis man durch die ganzen Interviews durch ist. Aber wir werden sie dann trotzdem abfangen. Ihr könnt auch sehen, dass alle unsere Kollegen mit Fotos und mit Kameras, mit Interviews, also hier ist einiges los immer. Huch, und deswegen ist es hier auch manchmal ein bisschen eng. Hier unten ist die Akkreditierung, da hinten ist diesmal sogar ein Laden, wo man Klamotten kaufen kann. Ist ja Fashion Week, wir können da ja mal kurz hin. Wir müssen, glaube ich, da lang. So. Und dann, da geht's hoch. Da oben ist der Wartebereich sozusagen mit Essen und Drinks. Hier steht mein Auto. Nein, leider nicht. Und noch weiter oben, also nicht in der Etage, sondern noch eine drüber, ist dann der Catwalk, der diesmal aber nicht nur ein gerader Catwalk ist, sondern man läuft sozusagen zwischen den Zuschauern hin und her. Ist eigentlich echt ganz cool gemacht, ist mal was anderes. Mal gucken, wie die Location bei allen Leuten so ankommt. Und hier ist gerade die Schlange, Lena Horschek, Akkreditierung. Ist natürlich super beliebt. Und hier kommen wir in den Pop-Up-Store, würde ich mal sagen, wo einige von den Designern, die hier auch ihre Shows machen, Klamotten ausstellen. Und man sozusagen ein bisschen shoppen gehen kann. Die meisten haben dafür wahrscheinlich keine Zeit, weil man, wie gesagt, von Show zu Show irgendwie rennt. Weil, obwohl es immer weniger wird, sind es noch immer viele Shows. Dieses Mal nicht dabei, zum Beispiel Michalski oder Guido Maria Kretschmer. Aber beide sagen, sie kommen demnächst wieder zurück. Also hoffen wir darauf mal. Und ich würde mal sagen, wir laufen nochmal zurück zum roten Teppich und gucken, wer da jetzt noch so ist. Einmal wieder durch die Menschenmenge. Sorry. So, ihr seht super viele verschiedene Stilrichtungen. Also in Berlin gilt ja immer, jeder darf alles. Da darf man auch mal ein Fotoshooting vor dem Mercedes-Zeichen machen. Draußen vor der Tür bittere Kälte und trotzdem stehen ganz viele Street-Fotografen da, die die ganzen Looks von den Gästen fotografieren, weil es geht auf jeden Fall nicht nur darum, was auf dem Laufsteg präsentiert wird, sondern auch, was alle anderen anhaben. So. Genau. So, gucken wir mal. Fiona ist noch immer bei den Interviews. Und langsam kommen die Gäste und dann wird es auch immer voller auf dem... Genau. Und, Entschuldigung, kein Problem. Was macht denn unsere Kollegin von der Welt, Johanna, hier? Ich gucke mir gleich erstmal die Lena Horschek-Show an. Ja, bin sehr gespannt. Sehen ja alle schon relativ bunt angezogen aus hier, ne? Schauen wir mal. Johanna ist nämlich auch ein kleiner Experte auf dem Feld. Du hast ja schon andere Shows heute gesehen. Berlin, Modestadt, keine Modestadt? Berlin, Modestadt, interessant, aber wird immer kleiner, habe ich das Gefühl. Also es sind ja jetzt auch nur noch 3 oder 4 Tage. Deswegen finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Mal gucken. Ich lasse mich überraschen. Klein, aber fein. Ja. So sagen wir es normalerweise nicht über die Berliner, aber hier ist das jetzt mal was anderes. Ich lauf mal. Hier sind nämlich ganz strenge Absperrungen, hinter denen man sich halten muss. Aber zwischen den ganzen Kameras da sieht man ja sonst nichts. Deswegen stehen wir einfach mal hier so rum und versuchen, die dann gleich noch abzugreifen. Ich würde jetzt einmal ganz kurz das Handy nehmen, um meine Kamerafrau Carina zu zeigen, die sich natürlich auch sehr schick gemacht hat. Sie ist ja meine kleine Lieblingsmodefrau hier. Und, weiß ich nicht. Ach, guck mal, unsere Chefin. Da hinten, die Iris, ist unsere Chefin. Hallo Iris. Die wird immer total gerne gefilmt, deswegen dürfen wir das hier machen. Nächstes Mal macht sie vielleicht das Facebook Live. Das wäre mal eine Idee. Jetzt wird hier. Das ist eine gute Frage. Eigentlich haben wir Promis angekündigt, ne? Da kommt Massimo. Und wo Massimo ist, muss auch Rebecca auch irgendwo in der Nähe sein. Läuft dann bestimmt. Das kann natürlich gut sein. Ist sie letztes Jahr ja auch.
Das ist auch immer so schön, man hört immer schon die Durchsagen, dass jetzt hier die Show gleich losgeht, in einer Viertelstunde eigentlich, aber die Schlange ist noch sehr lang für die Akkreditierung, deswegen wahrscheinlich werden die nicht pünktlich sein. Gar nicht so einfach an Karten ranzukommen, also man muss sich vorher akkreditieren, es ist jetzt nicht so, dass jeder einfach kommen kann. Die Shows sind immer voll und Fiona hält noch immer Interviews. Da, ganz weit hinten. Wir können ja mal Fotowand zeigen. Wir zeigen mal die Fotowand. Ich laufe mal meiner bezaubernden Carina hinterher. So Behind-the-Scenes-Style. So, wieder die Durchsage, dass es hier gleich losgehen soll. Und ich sehe gerade an der Akkreditierung Johanna Klum. Das heißt, die ist dann auch gleich noch da. Da sehen wir Johanna Klum. Und ihr seht hier diese tollen grünen Taschen, ja, die ja, ein tolles Grün haben. Das sind die offiziellen Mercedes-Benz-Taschen dieses Jahr. Kann man gut finden, kann man nicht gut finden. Ne? In Berlin darf man das. Massimo hat nämlich diesmal auch eine Handtasche dabei. Müssen wir auch mal fragen. Man-Purse. Was tut man als Mann alles in seine Handtasche rein? Oh, jetzt läuft er an uns vorbei. Wir müssen da lang. Uiuiuiui. So. Massimo. Hallo. Hi. Sind wir schon online, ja? Ja, wir sind... Ich muss ja gegenhalten jetzt, dann muss ich ja auch online gehen. Genau, wir fragen uns, was hat ein Mann in seiner Handtasche dabei? Boah. Also heute ist ja kalt, da habe ich Handschuhe. Ein Gürtel, falls die Hose rutscht. Ja, was habe ich denn noch? So eine Handcreme für den Winter. Die Sonnenbrille, es scheint keine Sonne. Und ja, ein bisschen Bargeld. Ja, das war es auch schon im Schal und so, ja. Und du bist jetzt gerade alleine ohne Rebecca hier. Läuft sie oder machst du auch mal alleine Fashion Week Termine? Ich liebe ja Mode, habe selbst ein eigenes kleines Modelabel. Mache für Rebecca viele Haute Couture, Abend, Red Dresses, auch für andere Prominente. Und Lena Hoschek ist auch eine tolle Designerin. Das heißt, du lässt dich jetzt ein bisschen inspirieren? Ich lasse mich auch inspirieren hier auf der Fashion Week. Und vor allem jetzt von einer tollen Location. Ich muss sagen, ich bin jetzt schon begeistert. Wir waren kürzlich erst auf der New York Fashion Week mit Rebecca. Und die haben ja auch so, sag ich mal, so... Shabby-Chic-Locations. Ich finde das ziemlich geil, muss ich sagen. Bin begeistert. Warst du schon bei einer Show heute oder hast du oben noch nicht gesehen? Gestern bei der Maybelline-Show. Ist ja eine Make-up-Show quasi, aber ich muss sagen, es war eine echt mega geile Show. Okay. Und hast du schon so einen Trend entdeckt oder für dich selber für dieses Jahr, für den nächsten Winter ist ja jetzt diese Show eigentlich schon? Ja, das ist ja mehr Damenmode, die man hier auf der Fashion Week sieht. Deswegen ist da noch kein Trend für mich dabei. Aber für deine Kleider? Inspiration? Ich habe noch nichts gesehen. Ich werde es dir vielleicht danach sagen können. Frage ich dann nochmal nach. Viel Spaß, Dankeschön. Darf ich dich auch posten? Du gehst dann mal eine Instagram-Story, oder? Oh, Gegenangriff. Machst du mir bunte online? Hallo? BZ online. Oh, Bild. Also. Warte mal, zeig es. So. Noch eine Kollegin, Ronja. Noch eine Kollegin. Wir haben so viele Kollegen hier. Im leger, schicken Stil. Ronja hat auch richtig Lust, von uns gefilmt zu werden, ja, wie man gerade merkt. Ja. So. Top. So, Topmodel. Oh, jetzt haben wir da sozusagen aus mehreren Generationen die Topmodels. Fiona mal bei Topmodel gewesen. Mit der jüngeren Generation von Topmodels ist es ein Topmodels-Treffen. Und jetzt muss ich auch erstmal Hallo gesagt werden. Das ist auch Fashion Week, ist eigentlich immer wie so ein Klassentreffen, hat man das Gefühl. Bevor irgendjemand Interviews geben kann, muss erstmal gebussiert werden auf dem roten Teppich. Will ich die ganze Zeit sagen, es ist kein Teppich da. Aber ihr wisst, was ich meine. Es wird alles Hallo gesagt. Erste Reihe auch immer ein großes Wiedersehen bei allen. Und wie gesagt, es... Hallo. Dürfen wir dir ein paar Fragen stellen? Oder beide. Ja.
auch die Klamotten. Darf ich ganz kurz ein Foto machen? Ja. Klamotten müssen manchmal auch gerichtet werden. Kann ich ganz kurz ein Foto machen? So, Fotos sind natürlich auch wichtig auf der Fashion Week. Wenn die Kamera nicht geht, ist das doof. Super, danke schön. Super. Hi, wir sind live gerade bei Bild und haben eine wichtige Frage. Wie ist es, wenn man als Model nicht auf dem Laufsteg ist, sondern zuguckt? Ist das irgendwie seltsam, weil es ja normalerweise läuft, man? Ich persönlich finde es sehr interessant, mal auf der anderen Seite zu sein. Ich finde es sehr schön, gerade weil man als Model ja öfters auf dem Laufsteg ist, wie du schon sagst. Ich finde es schön, die ganze Sache mal von der anderen Perspektive zu betrachten. Du kannst die Mode wirklich mehr aufnehmen, du kannst sehen, oh, die und die Models laufen. Das nimmst du alles gar nicht so richtig wahr, wenn du im Laufstress bist. Dann heißt es immer so, oh, wo ist mein Outfit, ich muss das nächste raus, Schuhe passen nicht, Hilfe. Aber das ist eine andere Art von, ja, du hast halt weniger Stress natürlich als Zuschauer. Und wie suchst du deine Outfits für die Fashion Week aus? Ich werde oft von den Designern ausgestattet. Zum Beispiel heute habe ich auch Lena Hoschek an. Ja. Ein sehr, sehr schönes Outfit, was, wie ich finde, passt sehr, sehr gut zur Kollektion. Wo ich ja schon so einen kleinen Blick rein durfte, zu viele Sprachen. Sonst werde ich halt ausgestattet von anderen Designern für andere Shows dann wieder. Was macht die Mode in Berlin anders als in anderen Städten? Boah, Mode in Berlin. Also ich finde die Mode oft innovativ, oft sehe ich aber auch Shows, wo ich mir denke, okay, das habe ich irgendwie letztes Jahr schon gesehen. Aber ich glaube, es ist wie in jeder anderen Stadt auch. Die Designer versuchen sich jedes Mal selbst zu übertreffen, was natürlich auch wichtig ist. Und desto kreativer dann die Shows jeweilig auch aufgebaut sind. Ne? Das macht jetzt natürlich eigentlich keinen Sinn, das Auge ist ja mit. Aber es geht ja nicht nur um die Mode bei den Shows, sondern auch, wie es aufgebaut ist, wie die Models selektiert sind. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Danke, viel Spaß. Tschüss. So, jetzt wurde Fiona wieder abgegriffen, aber wir müssen das noch schaffen. So, wir müssen auch einmal kurz den Rock hier zeigen. Welchen? Was? Oh ja. Sehr durchsichtig. Habe ich aber schon bei mehreren Shows jetzt gesehen, dass durchsichtig das nächste Ding wird. Ich will nochmal sagen, in Berlin sind minus 5 Grad gerade draußen. Aber schön sein will, muss leiden. Und jetzt versuchen wir uns mal ein bisschen ranzuschmuggeln. Sogar unsere Reporter machen hier Bussi Bussi. So, wie man sieht, ne? Ja, ganz schnell. Schnell. Hi. Hi. Wie geht's? Alles gut? Ja, Fashion Week ist super. Hey, ja, Lena Hoschek, ja, das ist auch davon. Wow. Ja, ich freue mich total drauf. Erster Tag, super cool. Erste Show, ja, ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. So. Super, da musst du jetzt rein. Ja, ne, super, oder? Hat ja ewig gedauert am Teppich. Ja, sehen wir uns noch? Ja. Ja? Kommst du auch mit? Okay. Also ziemlich sexy, die Fiona. So, jetzt ist Lea. Wir zeigen mal so einen Lernteppich. Okay, jetzt dürfen wir bestimmt. Los geht's. So, jetzt ist der Teppich wirklich komplett abgegrast. Huch. So. Und damit sagen wir jetzt auch Tschüss.